Ja, hallo, herzlich willkommen bei Holly Sportkaschemme. Soeben ist das Spiel zu Ende gegangen, Werder Bremen gegen unseren ersten FC Köln. Ja, wir konnten leider wieder nicht punkten. Wir haben das Spiel mit 2:1 verloren. Der Frust ist natürlich bei mir immens groß, weil so ein Spiel musst du wie heute auch nicht wieder verlieren, zumal du auch noch 1:0 in Führung gehst und dann haben wir irgendwo zweimal geschlafen, mächtig geschlafen in der Abwehr. Und dann läufst du natürlich so einen Rückstand hinterher. Ja, zum Spiel. Wir haben angefangen mit Schwebe im Tor, rechts Benno, zentral Chabot und Hübers, links Paqarada, offiziell zwei Sechser, Ljubisic und Husin Basic. Dann haben wir auf der linken Seite Meiner gehabt, rechts Waldschmidt und zentral angeblich Kainz und vorne in der Spitze Selke. Das hat sich aber dann nachher herauskristallisiert, dass Kainz auf 6 gespielt hat. Und ja, das Spiel hat an und für sich für den FC gut begonnen. Wir waren die agilere Mannschaft, wir hatten mehr Spielanteile. Nur davon hast du irgendwo nichts, wenn du dann nachher wieder mit leeren Händen da stehst. In der 14. Minute hat man den ersten Abschluss durch Meiner. Aber Pavlenka konnte den Ball dann noch zur Ecke klären. Und ja, nach 20 Minuten kam der SV Werder Bremen dann so halbwegs ins Spiel, aber es war nicht irgendwo eine Druckphase, dass du zittern musstest. Ganz im Gegenteil. Wir haben dann in der 31. Minute nach einem Eckball von Meiner, also den Eckball hat Kainz getreten, Meiner hat die Ecke ausgeholt. Der Ball war eigentlich schon verloren, aber das sieht man mal, Nachsetzen lohnt sich immer wieder. Meiner hat dann eine Ecke ausgeholt und ja, durch die Kainz-Ecke dann im Anschluss konnte dann Selke ja sein zweites Saisontor erzielen mit dem Kopfball von 1,50 Meter Entfernung. Und ja, damit hast du dann irgendwo gedacht, jetzt gehst du mit 1:0 in die Halbzeitpause. Aber es sollte natürlich mal wieder anders kommen. In der 38. Minute ja, haben wir schlecht gestanden und Duxch hat das auch hervorragend gemacht, macht einen herrlichen Steckpass auf Boré, den sie ja von der Frankfurter Eintracht geholt haben. Und der macht dann den Ausgleich zum 1:1. Ja, dann hatten die Bremer noch eine Chance, aber den hat dann Schwebe auch zunichte gemacht. Und somit ist es meiner Ansicht nach auch ein gerechtes Halbzeitergebnis gewesen mit 1:1. Die Bremer sind dann natürlich, das muss man ganz offen und ehrlich sagen, haben einige Umstellungen gemacht und sind dann wesentlich besser ins Spiel gekommen. Und ja, das 2:1 dann in der 67. Minute durch einen, ja, ich weiß es nicht, ich muss es mir höchstens noch mal angucken, aber ich denke mal, Chapeau steht auch schlecht. Ja, wunderschöner Pass, muss man sagen, aber der Gegenspieler läuft ihm im Rücken weg und macht vorne das Ding in die kurze Ecke zum 2:1. Wir haben dann mehr oder weniger noch alles auf eine Karte gesetzt. Klar hatten die Bremer noch die ein oder andere Konterchance, aber es sollte dann einfach nicht mehr klappen. Wir hatten dann noch eine Kopfballchance durch Tigges, aber zu zentral auf Paljenka, den konnte er natürlich halten. Und dann hatten wir dann 89. Minute noch einen Kopfball durch Damon Downs, war das, glaube ich, an Außenpfosten, ja, und somit haben wir auch dieses Spiel wieder verloren mit 2:1. Gewechselt hat Baumgart dann auch in der 65. Minute, kam Ali Du für Waldschmidt und in der 75. Tigges für Husin Basic. Ja, somit zieren wir Platz 16 mit einem einzigen Pünktchen. Hinter uns ist nur noch Darmstadt und Mainz mit jeweils einem Punkt. Und ja, Resümee: eigentlich hast du wieder vernünftig gespielt. Mir fehlt dann aber so einiges an Zielstrebigkeit und du kannst dich nicht immer darauf verlassen, dass Selke eins oder zwei Tore macht. Da müssen auch mal Mittelfeldspieler treffen oder ein Abwehrspieler, anders da geht's nicht. Sonst wird es eine sehr, sehr schwierige Saison. Die wird es wahrscheinlich obendrein geben, eine schwierige Saison. Denn wenn du den Start schon mal verschlafen hast von so einer Bundesliga-Saison, nach 5 Spielen hast du einen Punkt, dann läufst du natürlich der Musik extrem hinterher. Deswegen wird es Zeit. Die Spiele werden auch nicht einfacher. Ja, wir haben jetzt dolle Dinger vor der Brust. Jetzt ist, glaube ich, das Spiel zu Hause gegen Stuttgart. Die Bären stark im Moment drauf sind. Und dann musst du zu den Pillen nach Leverkusen. Und dann kommen, glaube ich, auch schon die Gladbacher Fohlen. Also es wird nicht einfacher, um Gottes Willen. Aber ich appelliere jetzt mal so an die Fans. Es ist klar, es ist natürlich, ich sag's mal ganz krass, es ist eine Drecks-Scheiß-Situation. Ich könnte mich auch tot ärgern, ja.
weil Bremen ist ungefähr, schätze ich mal so ein, unsere Gewichtsklasse und da musst du dann auch punkten, ja? Sonst stehst du irgendwann extrem unter Druck und musst gegen Mannschaften punkten, wo du von vornherein nicht sagen kannst, da holst du Punkte. Ich sage mal, gegen die beiden Aufsteiger Darmstadt, Heidenheim oder sowas, da musst du sowieso punkten, da geht kein Weg dran vorbei, sonst kommst du da unten nicht raus. Und ihr wisst alle, wie das ist, wenn du nach dem 8. oder nach dem 10. Spiel da drin hängst, ja? Dann wird es sehr, sehr schwierig, da wieder rauszukommen. Wir wollen jetzt nicht den Teufel an der Wand malen, aber es wird eben halt nicht einfacher. Das muss man ganz klipp und klar sagen. Jetzt stehst du unter Druck. Du musst eigentlich dein Heimspiel gewinnen gegen Stuttgart. Ja? Und ja, vielleicht liegen uns die Stuttgarter besser als die anderen Mannschaften, die wir bisher hatten. Auf Deutsch gesagt, das schlechteste Spiel haben wir bei der Frankfurter Eintracht gemacht, wo wir hätten verlieren müssen. Da haben wir gepunktet. Ja? Und die anderen Spiele waren eigentlich recht ordentlich und ansehnlich, aber du hast eben halt keinen Ertrag, sprich aus diesen Spielen 0 Punkte geholt. Was unbedingt verbessert werden muss, meiner Ansicht nach, so habe ich es gesehen, das sind die Hereingaben auch von Meinert, der heute extrem gefährlich war. In der Halbzeit haben sie, glaube ich, gesagt, wir haben 60% aller Angriffe über links gefahren. Ich hätte noch viel mehr über links gefahren, weil Pieper hatte Wahnsinnsschwierigkeiten mit meiner. Er konnte ihn ja mehr oder weniger gar nicht halten. Nur dann die Hereingaben und auch zum Schluss eben die 1-2 Flanken. Eine Flanke von Ali Du ins Niemandsland, was eigentlich in der letzten Minute eine vielversprechende Chance noch gewesen wäre, wenn die Flanke gekommen wäre. Und dann müssen wir unbedingt dran arbeiten. Und wie gesagt, mir fehlt dann die Zielstrebigkeit, die Geilheit, die ein Selke hat, ein Tor zu machen. Dann wird nochmal quer gespielt. Keins hat mit Sicherheit ein gutes Spiel gemacht heute. Nur manchmal vielleicht eventuell ein Abspiel früher, ein Tick früher, nicht nochmal ein Haken und nochmal ein Hackentrick. Das führt uns oder bringt uns nicht weiter. An und für sich, wie gesagt, so traurig wie es ist, halbwegs vernünftige Leistung, wieder keine Punkte. Ganz, ganz schlecht. Und wie gesagt, mein Appell an alle Fans oder die hier den Kanal eingeschaltet haben, Jungs, bewahrt die Ruhe. Es war der 5. Spiel da, folgedessen sind noch 29. Der eine oder andere schreibt dann gleich wieder, wir steigen ab oder Baumgart rausrufe. Alles kuckelos, man muss ruhig bleiben. Man bedenke, die Gladbacher haben auch nur einen Punkt mehr als wir. Und bei dem einen oder anderen, die Mainzer haben wahrscheinlich vor der Serie ja auch nicht gedacht, dass sie da das Tabellenende zieren. Von Darmstadt mehr oder weniger konnte man fast von ausgehen. Aber es läuft eben halt nicht immer so, wie man sich das gerne wünscht. Obwohl ich auch mächtig Brast habe, dass wir wieder ohne Punkte dastehen. Ja, die Vollständigkeit halber, Bayern cancelt Bochum mit 7-0 ab. Die Dortmunder gewinnen gegen Wolfsburg 1-0. Union Berlin verliert ihr Heimspiel gegen Hoffenheim 0 zu 2. Gladbach verliert gegen die Leipziger mit 0 zu 1 und Augsburg schlägt Mainz mit 2 zu 1. Das sind dann eher die Gegner, an die wir uns halten müssen. So, ich bin jetzt im Überlegen, ob ich mir jetzt noch St. Pauli gegen Schalke angucke, aber mein Frust ist eigentlich ziemlich groß. Morgen spielt dann noch die U19. Die U21 hat heute auch 1-0 verloren in Rödinghausen. Es ist mal wieder ein bescheidenes Wochenende für den FC gewesen, aber ich bin sicher, es kommen auch hoffentlich bald wieder bessere Zeiten. Und ich würde mich freuen, wenn ich mal wieder hier sitzen kann und dann sagen, Leute, es war ein überragender Sieg. Aber es wird wahrscheinlich noch seine Zeit dauern. Was ich noch sagen, Adamian kam auch rein und ich denke mal, dass Damien Downs die paar Minuten, die der Junge gespielt hat, zehnmal gefährlicher war als Adamian, wollen wir uns da jetzt nicht drauf einschießen, aber dann wünsche ich mir doch lieber so Jungs wie Damien Downs, die dann auch alles rausholen. Schade, ich hätte das dem Junge gegönnt, dass der Kopfball reingeht. Aber wie gesagt, sollte nicht sein. Pech, dumm verhalten bei Gegentoren. Müssen wir jetzt durch. Bis zum nächsten Spiel. Wird wieder eine lange Woche. Und da wollen wir hoffen, dass es gegen Stuttgart auch mit dem Ergebnis besser passt. Bis dahin wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und sage Tschüss, bis bald, euer Olli. Ciao.